Ich meine, jetzt, wo man actually wieder leveln will, ich meine, ich kann nicht oft genug sagen, wie enttäuschend das ist, dass 30% XP-Event das beste XP-Event ist, das eigentlich kommen kann, momentan. Ist nur enttäuschend. Aber nur weil es enttäuschend ist, heißt es ja nicht, dass man es dann trotzdem, also, dass man es dann nicht nutzt. Man ist ja fast schon dazu verpflichtet, es zu nutzen, weil es kann ja nur schlechter werden als 30% XP. Alle anderen XP-Events sind schlechter. Also sollte man das Bestmögliche mitnehmen. Nächster Prime-Sub geht zum Monte. Wenn du unbedingt ein Glas Wasser in den Ozean schütten willst, tu das. Denn genau so ist das, wenn du Monte einen Prime-Sub gibst. Das ist wie wenn du einen Becher voll Wasser in den Ozean kippst. It makes literally no difference. Zack, ist er gebannt. Tja, es ist Segen und Fluch zugleich. In Flife zu Unrecht gebannt zu werden, ist eigentlich fast unmöglich, weil die Leute, die zu Recht gebannt werden sollten, werden ja auch nicht gebannt. Also wüsste ich nicht, wie man da zu Unrecht gebannt werden sollte. Das sollte eigentlich nahezu unmöglich sein, wenn nicht mal die Leute gebannt werden, die es verdient haben. Du bist ein Engel mit einem B davor. Ein B-Engel? Ein B-Engel? Woher wusstest du, dass ich Bertram heiße und mit Nachnamen Engel? Hey, komm. War nicht mein schlechtester Joke, den ich jemals gemacht habe. War nicht der schlechteste Joke aller Zeiten. Du erwähnst es ja nur. Ja. Und ich erwähne beiläufig, dass du deine Seele an Satan verkaufen kannst. Und? Solltest du es deswegen tun? Ich meine, er macht ziemlich gute Angebote, aber deine Entscheidung. Also ich wurde noch nie von einem GM oder Moderator im Game kontaktiert, geschweige denn angesprochen, geschweige denn teleportiert, geschweige denn irgendwas. Noch nicht ein einziges Mal, seit ich spiele. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke, vor 15 Jahren hat mich mal Piccolo angeschrieben und wollte mein Passwort haben. Aber ich habe die vage Vermutung, dass es sich dabei nicht wirklich um Piccolo gehandelt hat. Ich vermute mal, das war er nicht. Aber was weiß ich schon. Ja, Mr. Teku, yes. Tatsächlich ist es mittlerweile so, durch das Saved Session, keine Ahnung, wie man das nennt, Interface, whatever it is, wie auch immer man das nennt, ich weiß es nicht. Jedenfalls durch diese Saved Sessions ist es so, dass du die Chars nicht mehr einloggen musst. Also ja, du hast 8 Accounts und 8 Chars, aber die musst du alle einmal einloggen, dann sind sie gespeichert. Und dann musst du nur noch Flife Universe 8 mal in deinem Browser öffnen, also einfach 8 Browser-Tabs, Copy-Paste, Flife Universe, Play, whatever. Also universe.flife.com/play. Und dann hast du 8 Chars, oder besser 7 oder 8, je nachdem, wie du es machst. Und das dauert ein paar Sekunden. Dann hast du sie alle online, steigst mit allen aufs Board. Dann startest du die Motoren, bewegst deinen fetten Arsch zum Levelspot. Sorry. No front. Und dann legst du los mit 20% mehr Damage. Und außerdem, Mr. Takuya, da sie ja so ein Klugscheißer zu sein scheinen, können sie auch 8 Chars haben. Und zwar 2 Chars, zum Beispiel Blade in der M, der Klassiker, oder in deinem Fall vielleicht BP, und RM. Und dann kannst du 6 Chars auf Level 20 ziehen. Zum Beispiel 6 Assisten oder so. Keine Ahnung, vollkommen egal. Die alle auf Level 20 ziehen. Alle aufs Board stecken. Die hinterherfliegen lassen. Musst sie nicht leveln. Musst keine Job-Change machen. Musst keine Quests machen. Kannst sie nur für den reinen Link-Attack-Abuse benutzen. Und bekommst trotzdem nicht weniger XP, aber hast trotzdem 20% mehr Schaden. Dann musst du sie wirklich jedes Mal nur einloggen, dir folgen, fertig. Also musst du ja nicht leveln zwingen, so wie ich, theoretisch. Um den reinen Link-Attack-Abuse zu machen.
So. Was ist das schon wieder? Lieber zwei Damen im Arm als zwei Arme im Darm. Bruh. Wer hat das letztens gesagt auf Twitch, dass er es schade findet, dass man den YouTube-Chat nicht sieht? Immer noch? Immer noch schade, dass ihr den YouTube-Chat nicht seht? Ihr solltet verdammt froh sein, dass ihr den YouTube-Chat nicht seht. One Action ist so langweilig. Muss aufstehen, sonst penne ich ein. No joke. 1v1 ist so boring, Alter. Da pennst ja einen im Sitzen. Geistesgestört, wie langweilig das ist. Uff. Sheesh. Ich bin ein Certified 1v1-Hater. McDonald's Preise 2024, Tabelle, Cheeseburger 2,29. Hamburger 1,99? What the fuck? Diese verdammten Halsabschneider, what the fuck? Der Hamburger, das sind dann legit zwei Brötchen mit so einem Furzelchen, in Anführungszeichen, Fleisch dazwischen und ein bisschen Ketchup und zwei Gürkchen oder so. Das ist halt ridiculous. Wann hat ein Cheeseburger noch 1 Euro gekostet? Bis 2012. Das ist schon 12 Jahre her, dass der nicht mehr 1 Euro kostet. Damn. Holy shit. Und ich hol mir jetzt das Level up. Und got it. Und jetzt aber. Yo, jetzt aber. Jetzt aber. Easy. 149. By the way, Klassiker. Verkaufe Arken-Set, das müsste Bill-Poster 90 sein, plus 10, 28% HP, 13 STA, Current Offer 780 Mio, Sofortkauf 1 Milliarde. Plus 10 machen, aktuell Minimum 3, 4, 5 Milliarde, je nachdem wie viel Glück du hast. 4 Sockel, paar 100 Mio, 28%, nochmal 1 Milliarde, also Herstellkosten safe, Minimum 5 Milliarden. Wert 1 Milliarde. Falls noch jemand fragt, warum selber machen? Warum nicht selber machen? Oder sollte ich selber machen? Das war die Antwort. Ich meine, klar, es ist ein Level 90er Set, also ich meine, es ist so oder so schlecht. Aber es könnte auch ein 120er Set sein oder so. Ist das Gleiche. Im Endeffekt verlierst du dein komplettes Geld. Aber morgen habe ich's. Level up.